Hallo und willkommen bei Castellato. Wir kennen doch alle diese schlechten Spiele, ne? Damals NES-Zeit. Ja, und jetzt willkommen bei einem kleinen Zwischendurch mit Steven Seagal in The Final Option. Ja, werden wir mal gucken, ob das wirklich seinem Ruf gerecht wird oder nicht, weil wir kennen alle Steven Seagal, dieser Actionheld. In diversen Filmen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob dieses Spiel seinem Ruf gerecht wird. Ich denke, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ihr lasst euch auch überraschen bei einem kleinen Retro zwischendurch. Wir fangen mal direkt an mit Underground. Stage 1. Fängt auch schon gut an. Ah, ich habe eine Pistole. Was ist denn sein Moveset? Springen, treten, hauen. Glaube, das ist Blocken. Seine berühmten Messer. Und eine Pistole. Okay. Ist immer so an der Wand. Okay. Damit können wir nichts anfangen. Oh, ja, okay, der Gegner kommt wieder. Adieu. Okay, ich glaube. Ja, okay. Schon kapiert, wie es funktioniert. Na komm, böser Professor. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Nein, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dass es so ein Stage-Kampfspiel ist. So, es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber hey, wir haben Messer. Okay. Da klingt schon wieder mein Handy. Ich sollte mir irgendwann angewöhnen, das Ding auszumachen, während ich hier, ne? Aber wir können uns teleportieren, wenn wir sterben. Das ist fucking praktisch. Das ist fucking awesome. Okay, irgendwie bringen uns diese Konsolen nicht wirklich was. Na, außer, dass die Gegner wieder da sind. Und Sprung. Ja, okay, lauf durch die Kisten. Ja, okay. Ist klar. Ist klar, Digga, lauf durch die Kisten. Ich. Steven! Was ist mit dir los? Du kannst durch Kisten laufen. Okay. Man merkt, dieses Spiel war anscheinend nicht wirklich perfekt, als es erschien. Kann einfach mal durch eine fucking Kiste laufen. Ah, und hier wieder nicht, ne? Aber dahinter. Nett? Krepier? Ja, mein Kanal ist ja berühmt dafür für. Oder soll ja berühmt sein für Retro-Games. Und das haben wir mal eins davon: ein schönes SNES-Spiel mit einem Schalter. Den ich nicht benutzen kann. Okay. Hau ab! So. Und durch. Diese Musik ist so ästhetisch. Es ist die ganze Zeit derselbe Sound. Aber hey, okay. Ja. Okay. Okay. Noch jemand?
Nein? Gut. Nein, ich kann mich nicht drauf teleportieren, aber es ist ein Exit. Geschafft? Wow! Steven Seagal rockt die Bude, Leute! Nicht wirklich. Irgendwie. Aber ja, damals Batman Forever noch besser als das hier. Kann das. Wie hebt das auf? Ich hab keine Ahnung, wer was aufhebt. Ja, haut zu, Steven! Hier, komm, mach Pussy fertig! Kann das. Okay, er hebt auf, er hebt auf. Okay, lauf durch den Türrahmen. Okay, Steven. Okay. Kein Problem, du bist Superman. Du kannst durch den Türrahmen laufen. Bist ein knallhalter Actionheld und kannst durch den Türrahmen laufen. Okay. Wieso auch nicht? Kannst du auch durch die Wand laufen? Nö. Aber okay, ja, Steven kann durch Türrahmen. Kann durch Kisten, Türrahmen, was kann er noch? Ja, er kann fallen und gleichzeitig durch den Boden glitschen. Aber okay! Steven, warum nicht? Dafür bist du ja Steven Seagal. Also. Wild! Ey, komm, ich mach den Typen mal fertig hier. Okay, wir wissen, diese komischen Konsolen bringen uns nichts. Da ist ein fliegender Roboter. Okay. Wuff. Oh ja, Steven kann wieder durch Kisten laufen. Dieses Spiel ist stumpf. Das ist so stumpf. Okay. Steven Seagal, ne? Ich glaube, ich mache noch so ein. Vielleicht mache ich sogar daraus noch ein langes zwischendurch. Kannst du aufheben? Kannst du? Nein? Okay, er kann runterfallen. Okay, kannst du irgendwie. Nein? Okay, dann nicht. Nein? Nö. Kannst du. Okay, Steven, nein, nein, okay, vergiss es. Du musst es nicht aufheben. Das ist anscheinend ein Objekt, aber. Nein, Steven, du musst es nicht aufheben, nein. Wie beschissen er läuft. Nein, nein, okay. Du musst das Ding nicht angreifen, du kannst auch einfach springen. Abgeblockt! Steven, du bist der Held! Seht ihr, Leute? Ist er nicht ein Held? Er kann durch Kisten laufen, er kann durch Türrahmen laufen. Er lässt sich sogar ablocken, hebt sogar nicht mal Dinge auf. Oh. Man wird dieser Musik irgendwann überdrüssig. Okay, Steven, hopp. Bin wieder erkältet. Steven läuft wieder durch. Steven rockt die Bude. Als ob Tyram nichts für ihn ist. Ja. Bring diese Messer was? Okay, Steven, lass dich runterschubsen, ja. Okay. Putz, Digga. Und, also Leute, ich weiß, ich bin noch, auch noch teilweise schockiert von, was ich heute gelesen habe. So mein Kommentarbereich, da schrieb jemand von wegen, hier, ich liebe dich oder I love you, ich denke mir so, okay, aber Leute, ihr wisst, dass ich vergeben bin, ne? Wollte ich, wenn nicht, dann, ich wollte es nochmal erwähnen, ne? Nachträglich, ich muss auch echt sagen, eine super tolle Frau schreibt da noch drunter, ja, meins. Danke, Schatz.
Danke. Und danke, Leute, dass ihr so schön kommentiert. Ich fühle mich zwar geehrt, aber danke. Vielen Dank. Irgendwie fühle ich mich ein kleines bisschen geehrt, aber ja. Danke. So, machen wir mal weiter mit unserem hier Steven. Ob ich das überhaupt als zwischendurch gelten lassen kann? Überhaupt nicht mehr, ne? Oder? Vielleicht machen wir mal ein mehrteiliges daraus. Oder ich mach direkt ein ganzes LP. Nein, wisst ihr was? Wir machen ein LP daraus. Oder? Ich entscheide es dann beim Hochladen. Machen wir ein ganzes LP daraus. Steven Seagal! Ja, komm, komm, das ist. Moment, du bist Mr. Türrahmen. Haha! Seht ihr, es ist Mr. Türrahmen. Wenn Steven will, kann er da durch. Oh Gott, nein, ich glaube, vielleicht lasse ich es einfach nur bei einem kurzen angezockt. Steven Seagal ist irgendwie zu schlecht. Er kann durch Türrahmen laufen. Okay, im Ernst, wer hat dieses Spiel programmiert? Ich hab's nicht ganz mitbekommen, aber... Wer war das? Wer hat diesen Bockmist verzapft? Ich meine, hey, okay, Steven Seagal kann durch Absperrungen gehen, durch sämtlichen Kram. Also doch Steven. Ich wollte gerade schon fragen, nimmst du mich wahr? Hier geht's nicht weiter? Okay. Verzwickte Suche nach dem Exit. Ich würde zwar nicht wundern, wenn ich einfach durchlaufen kann. Ja, okay. Professor, wollen Sie noch was? Nein? Okay. Okay. Ich glaube, wir lassen es bei ihm angezockt. Ja, Steven! Tschüss! Okay, die Tür funktioniert nicht. Cool. Egal. Ich frage mich gerade nur, warum? Steven kann es nicht aufheben, aber kann wohl durchlaufen, ne? Ja. Ihr seht, Leute, das ist Steven Seagal in The Final Option. Ja. Im Endeffekt weiß ich nicht, wo lang, es ist gerade schlecht. Und Steven kann durch alles durchlaufen. Meine Fresse, warum muss ich husten? So ein Versuch wert. Okay, Leute, im Ernst. So geil Steven auch ist, aber... Hallo, wo lang? Ich glaube, da lang. Exit! Und Steven hebt auf. Und. Wir haben es geschafft. Nicht. Steven, hast du was vergessen? Willst du mir was beichten, Junge? Willst du mir irgendwas beichten? Wir haben schwache Gesundheit, Okay.
Auf jeden Fall, der Exercise ist nicht aktiv. Okay. Hopp. Und hopp. Und hopp. Ich meine, hey, warum auch nicht? Wir haben keine Ahnung, wo lang, aber hey, warum auch nicht? Tschüss, Steven. Tschüss, Steven. Ich hab keine Ahnung. Nein. Dieses Spiel ist einfach nur grottenschlecht programmiert. Ein Terminal, okay, wir hüpfen mal und hopp. Und hopp. Brauchen wir es jetzt? Hey, wir haben es aufgehoben, was immer es auch ist. Tschüss, Steven. Ja, also ich glaube, ja, wir lassen es beim zwischendurch. Wisst ihr nicht, was ich hier tun sollte? Aber ihr seht, Leute, das ist Steven Seagal in The Final Option. Ich glaube, ich bringe noch mehr zwischendurch. Ja, das ist, bleibt, es ist und bleibt ein Zwischendurch. Wisst ihr warum? Weil es einfach scheiße ist. Ich glaube, ich mache eine neue Rubrik auf die schlechtesten Retro-Games. Da würde ich jetzt schon was sagen, Ninja Turtles. Aber nein, also Ninja Turtles war tatsächlich gut. Es hat zwar einen mega hohen Schwierigkeitsgrad, aber es war tatsächlich gut. Auch wenn es größtenteils unfair war. Aber es war wirklich gut. Oh, hey, ist das egal? Okay, nimm auf. Nimm. Fall. Ist das auch eh egal? Was spiel ich hier für eine Scheiße? Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier Steven Seagal in seiner feinen Option und ich, ja, es ist. Warum? Also wenn irgendjemand weiß, wie man dieses Spiel überhaupt lösen sollte oder ob es überhaupt irgendeinen Sinn macht, der kann es mir gerne sagen. Und was sollen diese... Was sollen diese Terminals? Sagt's mir! Was sollen diese Terminals? Und hey, Kisten auch gestapelt, als ob du hochlaufen könntest. Aber nein, du läufst durch die Kiste. Warum? Was will dieses Spiel von mir? Außer, dass es grottenschlecht ist. Ja, hier ein Schalter. Gut, hey. Ist das aktiviert oder deaktiviert? Ich erkenn's nicht. Haben wir jetzt diesen Schalter aktiviert oder deaktiviert? Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, okay, und die Türen gehen wieder mal nicht. Schön. Sie gehen nicht richtig. Schön. Ah, ich bin froh, wenn ich das gleich beende. Ja, Mr. Seagal. Jetzt ist auf einmal... Oh. Warum? Leute, warum? Tschüss, egal. Ja, Badam. Jetzt finde ich den Exit nicht mehr wieder. Warum? An diese Musik.
Alter, nein. Im Ernst, nein. Ich geb's auf. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war Steven Seagal in The Final Option. Das war wohl echt wohl ein sehr schlechtes Spiel der damaligen Zeit für den Super Nintendo. Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, dann ja. Ihr wisst, wo ihr sowas findet. Dann haut noch rein, bis dahin, euer Kaschelator. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem kleinen Zwischendurch und ja, danke, dass Kobi da. Ob es euch gefallen hat, könnt ihr zeigen, wie ihr wollt. Danke und bis dann. Tschüss.